Herzlich willkommen zur Videoreihe TechTip Basic. In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen den Begriff der Netzfrequenz. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fachbegriffe der Elektrotechnik erkunden. Der Begriff der Frequenz spielt in der Photovoltaiktechnik eine nicht zu vernachlässigende Rolle. In Europa haben wir ein einheitliches Netz. Man spricht vom sogenannten kontinentaleuropäischen Verbundnetz. Alle Stromerzeuger, wie zum Beispiel Energiekraftwerke, Windkraftanlagen oder Solargeneratoren, speisen in dasselbe Netz ein. Und auch alle Verbraucher und Haushalte beziehen aus demselben Netz ihren Strom. Dabei schwingt überall in Europa eine Wechselspannung mit einer Frequenz von 50 Hertz. 50 Hertz bedeutet, dass der Strom in einer Sekunde 50 Mal von Kraftwerk zum Verbraucher hin und her schwingt. 50 Hertz beruht historisch als auch technisch auf der Drehgeschwindigkeit von Generatoren, die Wechselstrom produzieren. Damals war 50 Hertz ein guter Kompromiss. Eine zu hohe Frequenz hätte die Generatoren mechanisch zu sehr belastet. Eine zu kleine Frequenz hingegen hätte die Glühlampen sichtbar flackern lassen. Das öffentliche Stromnetz kann keinen Strom speichern. Es wird daher immer nur so viel Strom erzeugt, wie gerade benötigt wird. Steigt die Belastung im Netz, da es einen vermehrten Stromverbrauch gibt, zum Beispiel tagsüber, wenn alle Maschinen und Geräte laufen, so muss Gas gegeben werden. Die Stromerzeuger werden sonst durch den höheren Verbrauch im Netz ausgebremst. Es muss mehr Strom erzeugt werden, da sonst die Netzfrequenz unter 50 Hertz sinkt. Sinkt die Belastung im Netz, da es weniger Stromverbrauch gibt, zum Beispiel nachts, wenn Menschen schlafen und weniger Geräte angeschaltet sind, so muss vom Gas runtergegangen werden. Es muss weniger Strom produziert werden, da sonst die Netzfrequenz über 50 Hertz steigt. Geräte in Europa, die wir in unsere Steckdosen anschließen, sind technisch auf eine Netzfrequenz von 50 Hertz ausgelegt. Gäbe es keine Überwachung und Regulation der Netzfrequenz, könnten Geräte Schaden nehmen. Im schlimmsten Fall könnte das gesamte Stromnetz zusammenbrechen und es würde zu einem Stromausfall kommen, einem Blackout. Wechselrichter in Photovoltaikanlagen überwachen ebenfalls das Netz und reagieren auf Frequenzänderungen. Dies wird als Wirkleistungsbegrenzung bezeichnet. Steigt die Netzfrequenz zu stark an und überschreitet einen Wert von 50,2 Hertz, können moderne Wechselrichter ihre Leistung anpassen und stufenweise reduzieren. Ab 52,5 Hertz trennen sich Wechselrichter komplett vom öffentlichen Stromnetz. Dies ist in den Anschlussregeln festgelegt. Netzbetreiber setzen diese oft als Bedingung für den Anschluss von Photovoltaikanlagen in das öffentliche Stromnetz voraus. Bei sehr großen Photovoltaikanlagen können Netzbetreiber extern die Anlage über einen Rundsteuersignalempfänger steuern. Der Rundsteuersignalempfänger empfängt Signale und kann darauf die Leistung der Anlage entsprechend anpassen. Dies kann bedeuten, dass die Anlage ihre Einspeiseleistung reduziert oder erhöht, je nach den Anweisungen des Energieversorgers. Auf diese Weise können Photovoltaikanlagen dazu beitragen, die Stabilität des Stromnetzes zu unterstützen und eine bessere Integration erneuerbarer Energien zu ermöglichen. Vielen Dank, dass Sie unser Erklärvideo zur Netzfrequenz angeschaut haben. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen bei Ihren Fragen geholfen. Weitere Videos der Serie TechTip Basic finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.